Das hier ist ein komplett anderes Klima. Okay, das hätten wir. Ein komplett anderes Klima als noch da oben, als wir Steinpirsche harnischen. Was? Was? Ich wollte nur gucken, ob da ein Dings ein Zahnrad ist. Ist das da unten einfach nur ein Himmel oder was ist das da? Man sieht überhaupt nicht, ob das da unten jetzt flüssig ist oder sowas. Zum Fick kommt man. Alter, das Radar! Wie viele Nacks? Ach, leck mich doch. Ein Altar für Opfergaben? Okay, ich will gar nicht wissen, wie viele Nacks sind das jetzt hier alle auf dem Haufen. Was ist denn mit euch los, Alter? Was ist denn hier los? Platzieren. Wir haben diesen uralten Käse immer noch, ne? Den wir aufgehoben haben. Ganz oben. Kannst du mein Headset richtig gerade setzen hier? Das hier ist ja schließlich Ihr, euer Zuhause. Ich fühle mich ziemlich abgeurteilt. Es ist so bescheuert einfach. Ich freue mich wirklich so ein bisschen. Was haben die geraucht, wirklich? An einigen Stellen des Spiels. Oh Gott. Boah, Alter, meine Augen tränen schon wieder, das kann ich machen. Der Nacktkönig, ernsthaft. Unter Nacktliebhabern wird heiß diskutiert, ob der König in Paragon Eberyns Liedern eine Art Adliges oder lediglich ein besonders beeindruckendes Exemplar dieser Spezies. Jahr für Jahr bringen Scholaren, Baden und Nagetierfreunde Käse in die tiefen Wege und hoffen darauf, einen Blick auf den Nacktkönig zu erhaschen zu können. Bislang hat er sich jedoch noch nie gezeigt. Boah, Alter. Wie ich mir gerade so ein fettes Grinsen im Gesicht gerade die ganze Zeit. Boah. Das ist so ein Moment, wo man sich ganz kurz mal wünscht, man hätte eine Webcam, das aufgenommene. Ich kann schon wieder nichts machen. Ups. Mal gut, dass er nicht mehr da ist. Sonst hätte er jetzt ein Ohr weniger. Boah. Ah, jetzt sind die ganzen Nacks weg, ne? Als ob hier niemals was existiert hätte.
Alter. Ja, wir wurden gerade von dem Nacktkönig geurteilt, weil wir schon ein paar Nacks getötet haben, ne? Aber das muss er nicht wissen. Oh, Alter. Warte mal. Was hat Ren von dieser Geschichte erzählt? Eine Zwergin, die die komischsten Geschichten erzählt hat? Die irgendwie gefunden wurde? Der Nacktkönig? Ein Skelett auf einem Thron und ein Boot, was durch den Himmel fährt? Das waren, glaube ich, diese drei Sachen, ne? Wieso leuchtet das da so rot? Hier unten ist nichts, na, wieso, wie es scheint. Das kommt wie so eine Horrormucke. Okay, warte mal. Da kamen wir hoch. Jetzt können wir nur nach rechts abbiegen. Boah, ich würde am liebsten für immer hier bleiben. Das habe ich so vermisst. Ich glaube, als ich das erste Mal hier gesehen habe mit der Templerin, da stand ich auch wirklich 15 Minuten hier einfach rum, Alter, und hab mir das angeguckt. Mein Inventar ist voll. Dass ich das mal erleben darf! Mein Inventar ist voll. Warte mal. Nein, warte mal. Rüstung? Kamen wir zufällig... Ja, Vitare, die bringen so ganz wenig Geld. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Die Schuppigen. Ich weiß nicht mehr, wer sie als erste so nannte. Aber der Name blieb hängen. Drog hatte gerade eine Fackel entzündet, als einer von ihnen angriff, sodass wir endlich einen Blick auf etwas anderes als Schatten erhaschen konnten. Im Licht der Flamme sahen wir den Körper eines Mannes, der dem eines Menschen aus dem Reich glich, jedoch über und über mit Schuppen bedeckt war. Die Kreatur trug eine Rüstung und hatte an ihrer Hüfte sogar einen Dolch. Ihr Kiefer schloss sich um Drogs Gesicht und drehte sich zur Seite. Als sein Hals brach, schien das Geräusch durch die gesamten tiefen Wege zu hallen. Die Fackel lief viel aus seiner Hand und wir begannen, um uns zu schlagen. Ich schwang meine Axt mit voller Kraft, doch die prallte von der Rüstung des Schuppigen ab. Die Härte des Aufpralls ließ meine Arme erzittern und die Kreatur schrie auf. Dann griffen uns weitere an. Die Fackel auf dem Boden spendete noch genug Licht. Und ich schätze, es waren etwa 20 von ihnen. Alle gerüstet mit und mit Waffen. Die so scharf waren ihre Zähneklauen, die der Drog getötet hatte, bellte Befehle, die ich nicht verstand. Ich schwang weiter meine Axt. Othon, der Beste von uns, erledigte schließlich den ersten Schuppigen, indem er ihm den Kopf spaltete. Eine merkwürdige Stille trat ein, wie bei einem Außenseiter-Sieg im Tronai. Und mir wurde bewusst, dass es diese Bestien nicht gewohnt waren, einer ihrer sterben zu sehen. Drogs Mörder knurrte und stampfte auf den Boden. Die Schuppigen zogen sich in die Dunkelheit zurück. Gefäß der Alten. In diesem Krug wächst ein Wald aus Schimmel und Fäule. Er wurde eindeutig noch nie abgewaschen. Aus dem will ich trinken. Wie kann es hier unten immer noch so welche Geräusche geben? Okay, da unten waren wir schon. Wir müssen theoretisch...
theoretisch weg. Und bis zum nächsten Lager. Wir haben keinen Platz mehr im Inventar, das ist das Problem. Ich meine, ein allzu großer Weg ist das jetzt nicht. Jetzt wissen wir auch, was Bastion der Rhein, was damit gemeint ist. Wir verabschieden uns mal ganz kurz von dieser unheimlichen Musik. Oh, Alter. Guck dir, auf einmal sieht wieder alles anders aus. Ganz plötzlich sind wir wieder hier oben. Nur, dass Ren nicht mehr dabei ist. Ach, warte mal. Quatsch, hier gibt's ja... Ach, wir müssen ja noch... Wir müssen ja ganz nach oben. Hier gibt's ja gar kein Lager. Brücke in den vergessenen Höhleneinsatz verfügbar. Jetzt gibt's hier aber, glaube ich, nichts mehr, ne? Nee. Jetzt kommt das hier. Expedition Crystal jagt die blablabla. Die Inquisition hatte in den Höhlen nahe dem Eingang zur Bastion der Rhein mehrere Crystal-Verstecke entdeckt. Eine Gruppe erfahrener Jäger könnte die Crystal-Population ausdünnen und dabei zahlreiche Häute für den Handel erbeuten. Wie schicken die Leute dort unten so tief runter? Wie soll das gehen? Unsere besten Scharfschützen werden mit diesen Bestien kurzen Prozess machen. Naja. Später die Zivilisation haben in den vergessenen Höhlen eine zerstörte Brücke entdeckt. Ein Bautrupp könnte sie blablabla errichten. Es dürfte sich lohnen, einen Trupp anzuheuern, der sich mit derartigen Bauerfarben auskennt und keine Angst hat. Irgendetwas oder irgendjemand hat die ursprüngliche Brücke zerstört. Befassen wir sie bis vor Ort, damit sie die... Der Bautrupp hat in den vergessenen Höhlen eine Brücke errichtet, die es den Truppen der Inquisition ermöglicht, die andere Seite des Abgrunds zu erkunden. Kann ich hier Sachen verkaufen? Ja, kann ich zum Glück. Des Isanas Lied. Grabesstille. Das bringt alles Geld! Wir haben schon wieder 55.000 haben. Jawoll. Dum, 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 dum. Ja, gleich 70.000. Das brauchen wir nicht. Stärke, Kälte, Heilung brauchen wir nicht mehr. Bonus auf kritischen Schaden. Ja, das ist jetzt alles wieder sehr interessant. Trankgürtel. Elixiergürtel. Sämtliche Elixiere um den angebenden Wert. Ja, davon brauche ich nur einen. Brauche ich nicht. Strauchel. Flankenangriff. Lockdurchsturm. Trank. Was sind denn jetzt nochmal Tränke? Ach so. Ja, okay. Elixier weg. Das müsste ich behalten, das weiß ich jetzt nicht. Der kann sowieso weg. Es gibt keine Wertgegenstände. Wir haben Drachenspielzeug... Drachen. Wir haben Zwergspielzeug bekommen. Zwergischer Spielzeugsoldat. Oder Zwergen-Drachenstatuette. Habe ich nicht. Wo sind die hin? Machen wir ganz kurz mal eine kleine Pause hier. Zeit für Knoppers. Waffen herstellen. Ach, ich liebe es. Ja! Okay. Guck mal, Langschwert des ehrwürdigen Beschützers. Jetzt haben wir hier so ein paar Sachen bekommen. Meister auf die Schwere Angst, ist klar. Streithammer des ehrwürdigen Beschützers. Das Problem ist nur, man sieht schon wieder, das sind leider alles Waffen, bei denen man nichts dran machen kann. Keine Aufwertungen. Und das macht diese ganze Sache wieder ziemlich scheiße.
Aber wenn diese Waffen echt extrem schon geil aussehen. ...447 SPS. Das ist schon ziemlich krass, muss ich sagen, ne? Da überlege ich wirklich so ein bisschen, ob ich... ...eine Klinge machen soll für mich. ...447... Was gibt's hier noch? Ja, das ist halt wieder scheiße. Man kann hier nur den Angriff erhöhen, das ist kacke. Hier, das ist gut. Kritische Trefferchance, das ist geil. Aber 7% ist jetzt auch nicht so viel. Ja, aber wie gesagt, die kritische Trefferchance ist fast nix. Da ist unsere Dolche viel besser. Lyrium verstärkter Langbogen. Hier, der Lyrium verstärkte Stab, der sieht cool aus. Den haben wir aber leider noch nicht. Alter, das sieht cool aus. Hier, der Unterschied. Der Rüstungswert, übelst krass. Verteidigung 10 Metall, Verteidigung 4 Metall. Verteidigung im Fernkampf. Wir brauchen Pirscherschuppen. Das andere war Metall. Maximale Gesundheit, Verteidigung im Nahkampf, 21%. Also Fernkampf und Nahkampf, das ist nicht schlecht. Und das ist ja eigentlich auch ein Schild der tiefen Wege. Also, ne? Was noch tiefer ist als die tiefen Wege. Warte mal. Wir haben jetzt gerade Blackwall, ne? Dead Colossus. Verteidigung Nahkampf. Innerhalb von 10 Sekunden werden 25% des erlittenen Schadens geheilt. Das ist eh Schwachsinn. Was hat Blackwall noch? bei zielten Treffer plus 3 Block. Jetzt ist gerade die Frage, was habe ich denn jetzt hier für nichts berührte Sachen bekommen? ...2% Chance. Mann! Treffer Angst, Fähigkeiten kosten weniger. Verborgene Klinge mit 3 zusätzlichen Treffern, das ist ja richtig billig. Maximale Ausdauer, plus 3 Block ist leider... Ja, davon haben wir leider nichts. Davon haben wir einen. Davon haben wir richtig viele. Rasend ist sowieso scheiße. Wir haben schon lange keine Sonderlieferungen mehr bekommen. Für unsere Himmelsfeste. 75 Bewegungsgeschwindigkeit, lol, bei Verstohlenheit. Ja, wir haben ja eigentlich nur Scheiße. Fast. Drachenknochen ist klar. Ah! Stimmt, ja. Wir brauchen Pirscherschuppen.
Okay. Rüstung herstellen. Da haben wir ja auch was gefunden, glaube ich, ne? Schon fast geil aus. Ich wünschte, ich könnte das Aussehen von anderen Rüstungen übernehmen. Das fehlt hier in dem Spiel. Steinpirscher-Harnisch. Damit sehen wir dann auch so schwarz aus. Okay, und hier den haben wir noch nicht. Haube der Reinen haben wir auch noch nicht, ne? Nee. Drachenknochen. Pirscher Schuppen haben wir jetzt. Zack. Und zack, Verteidigung im Nahkampf. Jetzt könnte man eigentlich nochmal einen Meistererfolg. Ja. Wo ich nicht mehr so gut drauf zu reden bin. 10% Chance bei einem Treffer Krähenfüße zu verurteilen. Ausdauer. Um 20. Wäre auch nicht schlecht. Mantel des Nichts wäre auch cool. Dann wäre Blackwall teilweise unverwundbar. Schleierschlacht, das wäre ziemlich schlecht eigentlich. Vergiften. Das wäre auch nicht... Warum, Alter? Das wäre auch nicht schlecht. Angst, Fähigkeiten, ungebrochen. Zusätzlicher Fokus. Das wäre gar nicht... Wow. 10% schon an die Geistlachen. Ne? Ausdauer 15. 10% Chance, 3 Sekunden lang wandelnde Festung zu aktivieren. Das wäre es eigentlich, ne, für Blackwall. Auch wenn das leider nur die schwache Fähigkeit ist. Also so die mittelstarke. Aber was anderes haben wir nicht. Außerdem würde das auch besser zu seiner Rüstung passen, weil der hätte so eine Silberrüstung, weißt du? Dann wäre Gold so ein bisschen scheiße. Silber ist besser hier. Stufe 2 ist das halt. 10% Chance, 3 Sekunden. Das andere wären, weiß ich nicht, 15% Chance für 5 Sekunden oder so? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das ganz geil. Oh Gott. Namen. Ja. Ich lasse mir extra echt viel Zeit in den Tiefen wegen, weil die echt so schön sind. Voll geil. Auch wenn man gerade die Lyre im anderen leider nicht mehr sieht. Das Schicksal nicht. Oh Gott, wie nennt sich das denn? Einfach wegen, weil Blackwall ja eigentlich tot ist. So, als Andenken. So, weißt du? Bla. So, hier, Blackwall, es gibt neues Schild. Seit langer Zeit. Mal wieder. 64 nochmal Rüstung drauf. 4% Verteidigung, Nahkampf weniger. Scheißegal. Dafür 9% Fernkampf nochmal dazu. Zack. Und sieht gut geil aus. Passt viel besser zu ihm. Jetzt leuchtet Blackwall auch so hellblau mit hinten. Jetzt sieht man Blackwall vom Weiten wenigstens. Coole Sache. Cassandra machen wir später, wenn wir in der Himmelsfeste wieder sind.
Guck mal, wie lange wir schon am Spielen sind, weißt du? Und wir können hier immer auch so gut wie gar keine Runen machen. Wir können hier keine Forstrune machen, wir können keine Feuerrune machen, weil uns überall diese Essenzen fehlen. Und es gibt einfach nichts, was diese Scheiße droppt. Du hast hier die ganzen super guten Teile. Du versuchst irgendwie die ganze Zeit diese scheiß Runeninschriften zu finden im ganzen Spiel. Dafür, dass du die ausgezeichneten Dinger findest, die du im Endeffekt aber trotzdem nicht machen kannst, weil dir einfach diese nix in das Spiel, diese scheiß Essenzen droppt. Oh. Es regt mich übelst auf, weil ich diese Runen halt übelst geil finde und ich am liebsten welche davon machen würde, viele. Aber du kannst einfach so gut wie gar keine davon machen. Atashmerat. Rasende Wut. Wilder Stier. Fähigkeiten Schaden. Weißt du, was? Heilung bei Tod. Wenn er jemanden killt, kriegt er Lebenspunkte. Ist auch ganz gut wegen seinem Ring hier. Wegen seinem Gürtel. Heilungsbonus. Wir haben jetzt noch kritischer Schaden. Bonus auf kritischen Schaden. Bonus, haben wir schon. Ne? Haben wir schon. Das könnte ich... Ja, keine Ahnung. Vielleicht Cole. Amulett der Stärke. Das bringt jetzt aber eigentlich auch schon nichts mehr, ne? Willenskraft, der macht der Schaden hoch. 20% Angriff. Hm. So, wir können jetzt hier 80 Sachen tragen. Okay. Okay. Oh, wir können uns hier hin. Wir können ja hier hinreisen, lol. Das ist geil. Super. Zu dem Thema, wir müssen hier irgendwie da und da lang gehen. Ja, ja, ha, sind wir hier. Cool. Boah. Zu den vergessenen Höhlen, da sind wir hergekommen. Na, scheiße. Noch bin ich nicht fertig. Ah, ist das die Brücke, die schon fertig gebaut wurde für uns? Ich hab Varric vergessen. Den hätten wir noch aufmotzen können. Richtig gut aufmotzen können. Ist das jetzt die Brücke, die repariert wurde? Ja doch, das ist die Brücke, klar. Wir sind ja hier abgebogen. Nach unten. Stimmt. Die wurde jetzt zerstört. Kurz mal gucken. Ja. Okay, was erwartet uns denn jetzt noch nach der anderen Seite? Man sieht einfach gar nichts da unten. Meine Leute haben keinen Bock mehr. Jetzt schon. Jetzt, wo sie sehen, dass es wieder Gemetzel gibt, kommen sie sofort.
Zwei Leichen und zwei Säcke. Lyrium verstärkt da lang oder so. Ja, siehst du, und so. Jawoll. So viel zu dem Thema. Gut, dass wir unseren Inventar geleert haben. Steinpirscher-Maske. 50 Rüstungswert. Geschicklichkeit und Klugheit. Oh, Isatunol. Das hört sich an wie so ein... Isatunol. Doch, das hört sich an wie so ein Hustenbonbon. Was ist das? Ein Schild soll das sein. Ja gut, da haben wir jetzt noch einen viel besseren. 10% Chance 5 Sekunden lang. Okay, das ist besser. Aber trotzdem sind die Werte scheiße. Okay, eine Tür, die man nicht öffnen kann, warum auch immer. Ich meine, gerade da will ich doch wissen, was dahinter ist. Bei so einem Gebiet hier, bei so einem abgefuckten, komischen Gebiet hier. Okay. Diese scheiß Zahnräder machen wir halt zum Schluss. Habe ich keinen Bock drauf. Ich will lieber hier bleiben. Hier ist viel schöner. Auch wenn du hier unten natürlich irgendwann ziemlich verrückt wirst, ne? Wenn du die ganze Zeit alleine hier bist. Kennt man dieses, boah. Diese Goldsucht. Wenn man diesen Goldbarren sieht, dass man das unbedingt haben will. Das ist ein Witz dagegen. Zu dem, was das hier ist. Hier, fang mal eine Eismine. Ja, geil, die geht durch, cool. Wie wär's mit Feuer? Cool, geht einfach durch die durch. Ich bin froh, dass es hier keine Scharfschützen gibt. Diese Armbrustschützen. Ich gehe aber trotzdem gleich nochmal nach oben. Ich komm gleich. Ich plünder ganz kurz ein paar Sachen hier. Die machen gar keinen Schaden. Mensch, was macht ihr denn da? Ihr sollt nicht mit euren Gegnern spielen. Man spielt nicht mit seinen Gegnern. Das ist lustig jetzt. Oder auch nicht. Der Weg nach vorne. Untersuche die Barriere. Sie haben eine Barriere errichtet, um uns aufzuhalten. Es muss doch eine Möglichkeit geben, sie zu überwinden. Ja, zum Beispiel der Typ hier. Schabutol Erderschütterer. Erderschütterer-Waffe platzieren. Macht zum Glück gar... Die Waffe hat die Barriere durchdrungen, auch wenn sie dabei zerstört wurde. Wir sollten noch mehr ihre Waffen einsammeln. Womöglich erwarten uns noch weitere Barrieren. Ich frage mich, unter welcher Art von Gegner die hier zählen, die Schabrutol. Guck mal, da ist ein Zahnrad, fick dich doch. Ich meine, welche Rune ist gegen die jetzt effektiv? Verderbnisrune? Weil es Humanoiden sind? Fragezeichen? Ich meine, das sind ja Zwerge. Wie soll ich denn... Hä?
Das ist die Mutter aller Zahnräder, wa? Ich teleportiere mich ganz kurz nochmal nach oben, bevor ich gleich wieder nach unten komme. Denn ich möchte doch ganz gerne... Ich kann mich gerade nicht so wirklich entscheiden. Ich nehme doch lieber wieder Varric mit. Warte mal. Hä? 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 Obwohl Solas auch interessant sein könnte. Keine Ahnung. Waffen herstellen. Bianca Zielvorrichtung 4. Kritische Trefferchance. Bonus auf kritischen Schaden. Bei Flankangriffen. Bonus auf kritischen Schaden. Jetzt ist die Frage, wie hoch ist denn der kritische Schaden von Varric bereits? Geschicklichkeit. Okay, das erhöht ja nur den Schaden auf kritischen Schaden, ja. Verteidigung im Fernkampf. Wurfmesser. Explosiver Schuss. Dann mache ich das anders. Dann gebe ich ihm jetzt den Ringbonus auf kritischen Schaden. Zack. Gut, so, Bonus auf kritischen Schaden, alles klar. So, dann werden wir jetzt hier den kritischen Schaden machen. Kritische Trefferchance, zack. Bianca, Ziel, Fernrohr, Level 4. Ich kenne euch. Zielvorrichtung wäre auch cool. Haben wir. Vergoldeter Griff. Das macht was? Geschicklichkeit, Klugheit. Ah, ja, gut. Da können wir eigentlich. Geschicklichkeit, Klugheit können wir eigentlich fast beides machen, ne? 14, 14. 25. Boah. Ja, 25 Klugheit, das erhöht die kritische Trefferchance. Und Geschicklichkeit erhöht den Schaden auf kritischen Treffer. Das ist immer so ein Hin und Her von dem, was Varric jetzt gerade so am meisten hat. Das ist immer so ein bisschen schwierig bei dem. 52 zu 85. Dann würde ich schon fast beides machen wollen. Bianca, goldener Griff. Und das Schönste. Bogen 7. Stufe 4. Drachenknochen. Ah, jetzt können wir das ja auch nochmal machen. Krass. Rüstungsdurchdringung. Kritische Trefferchance. Bonus auf kritischen Schaden. Und nochmal Bonus auf kritischen Schaden. Rüstungsdurchdringung. Trennung bei Treffer. Hier können wir den Angriff erhöhen. 18% Angriff. Blockschaden? Ach, weißt du was? Voll fett Angriff hier. Grausamer, tödlich ausgezeichneter Bogen. Noch länger geht's nicht mehr, ne? Wieso ist hier ein vierter Slot, der nicht belegt ist? Kannst du machen.
Obwohl, ich hätte auch den Bonus auf kritischen Schaden nochmal erhöhen können. Das hätte ich auch machen können. Ja, und eine ausgezeichnete Rune der Reinigung können wir nicht machen, weil es keine verfickten Wiedergänger in diesem Spiel gibt. Waffen modifizieren. Zielfernrohr Stufe 3. Lächerlich. Zack. Nochmal 5 dazu. Und. Ja. Auch nochmal höher. Ja. Die macht sogar noch weniger Schaden. Die Composite macht sogar noch mehr Schaden. 115. Der Bonus auf Blockschaden ist dafür weg. Dafür der Angriff. Und dafür auch der Bonus auf kritischen Schaden um 24%. Die kritische Trefferchance geht dann auch nochmal auf 14 höher. Dafür ist das Trennung bei Treffer weg. Was ich eh nicht so ganz kapiere, was das heißen soll. Kannst du machen. Ich glaube, am Anfang war die echt noch so komplett aus Holz fast, ne? Die Armbrust. Und jetzt ist die auch richtig metallisch überall. Ne? Manchmal will er einfach nicht. Das geht's auch wieder nur beim zweiten Mal. Hm. Na gut. Alter, 27 schon wieder. Weg, weg, weg! Weg mit euch! Der Rüstungswert ist halt extrem geil. Das Problem ist, ich finde das an dieser Maske so scheiße, dass die Augen da so voll verpeilt, so voll verschlafen gucken. Guck mal. Mal richtig nah dran. Das sieht für mich voll komisch aus. Die Maske sieht voll komisch aus. Aber die ist halt. Aber auch wenn die halt tausendmal besser ist. Warte mal. Achso. Jetzt habe ich auch diese blauen, hellblauen Augen. So, genau wie die. Kann man die, Ach, färben geht hier gar nicht, ne? Es geht nur in der Himmelsfeste. Ja, kannst du machen. Kannst du machen. Ups. Da. Okay, jetzt gehen wir aber weiter runter. So, jetzt habe ich alles. Gesammelte Erderschüttererwaffen, der Weg nach vorne. Aber ich bleib jetzt erstmal hier stehen, weil dann es geht dann in der nächsten Aufnahmesession weiter hier unten. Doch ein bisschen länger als ich dachte, aber ich habe mir jetzt auch extrem viel Zeit gelassen.
Also richtig schnell bin ich jetzt hier nicht durchgewandert. Na klar. Die ganze Zeit nach oben gewandert, nochmal ein bisschen an der Ausrüstung rumfummeln, keine Ahnung. Aber es ist halt unglaublich schön. Ich will hier so schön wie, so lange wie möglich bleiben. Deshalb, wir hören uns an der nächsten Aufnahmesession wieder, wenn wir dann noch weiter tiefer nach unten gehen. Und dann vielleicht die Titan kennenlernen. Bis demnächst und tschüss.